Erstmal, du darfst niemals für einen Scheich fanatisch werden. Zweitens, du darfst niemals denken, dass dein Scheich oder dein Lehrer fehlerfrei wäre. Drittens, dein Scheich oder ein anderer Scheich macht auch Fehler. Und wenn dein Scheich über andere Leute redet, dann muss er das belegen und beweisen. Und diese Beweise müssen klar sein. Nicht nur, weil dein Scheich gesagt hat, diese Person ist schlecht, dann ist er schlecht. Und das Problem ist bei diesen Brüdern, und ich sage Brüder, die denken mit dieser Methode, dass sie die Sunna verteidigen. Aber die machen nichts anderes, als Sunna anzugreifen mit ihrer Methode, indem sie irgendeine sophistische Richtung entwickelt haben auf dem Weg von Salaf. Was ist diese sophistische Richtung? Unser Scheich, wenn er was sagt, wenn du das nicht annimmst, dann bist du gegen Ulama und gegen Sunna und du musst Mubtada. Und jeder für sie ist Qutbi, Sururi, ich weiß nicht was, ich weiß nicht was und so weiter und so fort. Deshalb sei gewarnt, und das ist nicht die Methode von unseren Großgelehrten. Wir haben doch Großgelehrten von Salaf und wir haben Großgelehrten in unserer Zeit. War die Methode von unseren Großgelehrten diese Methode, was diese Gruppe machen? Und wir müssen unterscheiden zwischen, ich habe schon dich verurteilt, dann suche ich nach Fehlern für dich. Und wenn ich nicht finde, dann fange ich über deine Person zu lügen. Ist das islamisch? Ist das richtig? Nein, ne? Ja, aber du hast einen Fehler begangen und du bist auf dem Weg der Sunna. Was ist meine Aufgabe? Ich gebe dir Nasiha. Ich gebe dir Ratschlag. Ich sage dir, Achi, das ist falsch, was du machst. Und ich sage mit dir Geduld.